Ich muss das jetzt mal so machen, ein bisschen bewegter. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr stört. Ich habe hier diese beschriebene Schaltung. Also hier, ich habe hier eigentlich einen Trafo eingesetzt, aber ich nehme den Trafo nur dafür, um diese Spule, die hat glaube ich 3800 Windungen, mit Kondensatoren parallel zu schalten, damit ich einen Schwingkreis habe und eventuell mit einem zweiten Kondensator. Und ich muss das deswegen so machen, weil ich diesen kleinen Kopfhörer hier, der wird kaum, also es wird kaum was zu hören sein, aber ihr hört es trotzdem, ihr hört Töne, wenn ich diesen Schalter betätige, wie alles in der Theorie beschrieben, und praktisch diesem Schwingkreis einmalig kurzen Spannungsimpuls gebe. Dann werde ich diesen dazu schalten, sodass die beiden Kondensatoren parallel geschaltet sind. Das heißt, die Kapazität wird sich erhöhen und ich hoffe, dass der Ton dann auch zu hören ist. So, jetzt muss ich mal, wie mache ich denn das am besten? Ja, ich halte diesen Kopfhörer hier mal hier in die Nähe und versuche das mal hinzukriegen. Also, jetzt kommt der erste Ton ohne den zweiten Kondensator. Achtung! Es hat gemacht. Jetzt schalte ich den dauerhaft dazu. Achtung. Nochmal. Ich löse den zweiten. So, jetzt hoffe ich, dass das geklappt hat, dass man das hören kann. Also wie gesagt, alles in der Theorie nochmal beschrieben. Ich glaube, das müsste so gehen, dass man wirklich tatsächlich unterschiedliche Frequenzen erzeugen kann, wenn man zum Beispiel Pardon, wenn man zum Beispiel die Kapazität, die der Spule gegenüber liegt, erhöht. Hier an der Seite habe ich ausgekoppelt das Signal für den Kopfhörer. Also wenn man jetzt hier vorbeigeht, hier, das ist die Strippe zum Kopfhörer. So, mehr war das nicht. Naja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Tschüss!